Manni Mark war jetzt ein bisschen ruhig. Ja, ist außer Atem. Ist außer Atem. Er kann nicht, ist aber nicht schlimm. Sind auch keine Sportler. Weil ich glaube, Manni Mark hat ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt. Wir, und ich sage, oder ich verrate nicht zu viel, ich will dieses Crips gar nicht anmoderieren. Dieses MTV Zuschauer Crips spricht für sich selber. Bitteschön. Oh Gott. Heute habe ich eine ganz besondere Ehre, das ist das späteste Crips, was wir jemals, glaube ich, gemacht haben. 17:45 heiße ich euch willkommen zu einem Crips-Spezial. Wir sind heute nicht in Berlin, wir sind im Atzenland und da, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen, ja, da leben die Atzen. Und einen von den Atzen schmeißen wir jetzt aus dem Bett und das andere Teil von den Atzen steht da links. Frauenarzt hat sich bereit erklärt, mit mir Manni Mark aus dem Bett zu schmeißen. Geil, oder? Der weiß ja nichts. Nee, der weiß noch gar nichts. Das Schöne ist ja, wir haben uns nicht umsonst so spät getroffen. Wir können auch gerne ein Stück gehen, weil der Typ pennt ja eigentlich nie, hast du gesagt. Nee, wir schlafen generell nicht sehr viel, weil wir halt immer auf Achse sind. Wir sind halt in dieses Nachtleben. Auf Atze. Auf Atze sind, Atzen auf Achse und wir sind dieses Nachtleben einfach so gewohnt, weißt du? Okay, aber haben wir einen Schlüssel? Nee. Wir klingeln ihn aus dem Bett. Wir klingeln, ja. Ich hoffe, er hört das auch. Hallo Leute, wir sind hier bei MTV und wir wecken jetzt den Manni Mark von den Atzen. Ist ja aber sicher, dass er zu Hause ist. Vielleicht hat er die Klingel abgestellt, vielleicht ist er ganz schlau. Kieche her, Mann. Das ist doch hervorragend. Vielen Dank, Mann. Einfach rein. Mach mal hier hin. Bestimmt auch. Die sind schon so sehr speziell geflogen, als sie unter meiner Lücke da haben. Marki. Ansonsten ist es keine richtige Wohnung hier, ne? Wie man sieht. Das ist die Sonne? Ja, das ist ein Keller. Bitte den Ausblick mal genießen. Hallo! Was wollt ihr hier? Wahnsinn, Mann! So eine Scheiße. Hier ist mein Bett auf jeden Fall. Ja, und hier ist Klopapier. Da wissen wir ja, was du guckst. Ja. Das? Ja, das bin ich. Nein! Hey, das geht ab! Wir feiern die ganze Nacht! Die ganze Nacht! Das ist ja. War jahrelang verschwunden. 15 Jahre und dann habe ich es gefunden und dann habe ich gesagt, das hängt einfach an. Ich dachte, wer sieht denn das schon? Ja! Blöd gelaufen! Ne? Das ist das Badezimmer, Alter. Das ist ja. Das ist ja. Du hast eine Sauna? Ja, aber die benutze ich nicht. Warum nicht? Hey, kennst du das? Weil was sie an Luxusprobleme? Luxus, ne? Ja, nee, die Sache ist, wenn du erstmal sowas hast. Du hast einen begehbaren Kleiderschrank. Ja. Du hast gar keine Sauna. Eine Dusche hier, da ist. Ja, aber ey, so eine Dusche will keiner haben. Die geht nur kalt, oder was? Erstmal ist sie nur kalt und zweitens habe ich hier. Fällst du immer ins Loch rein in der Mitte? Original die Gartenpumpe. Ach, hau ab. Und die muss ich dann einschalten. Das glaube ich jetzt nicht. Oh Gott. Und die muss ich manchmal drei, damit die irgendwelchen Druck erzeugt, muss ich erstmal Wasser rein. Paar Liter. Ja. Das ist schon krass. So krass ist das. Suchst du eine neue Wohnung gerade?
Ja. Ja. Also spätestens Ende des Jahres will ich hier auf jeden Fall raus sein. Ja, ich brauche auf jeden Fall eine neue Wohnung. Was zahlt man hier Miete? So um die 300 Euro. Ist doch super. Ist super. Ich meine, dafür bist du ja irgendwo unterwegs. Ja, aber leb mal im Keller. Im Keller. Im Keller. Keine richtige Wohnung mehr. Aussehen. Was sollen denn die Maulwürfe sagen? Was sollen die Hunde sagen, die immer gegen meine Fenster pissen? Oder dagegen kacken oder so. Was ein Fenster auf, jetzt erstmal frische Luft schnappen ist. Oh. Du musst dir erstmal den Hund anbellen, damit er abhaut. Oh Gott! Das ist ja unglaublich, Alter. Ja, vielleicht habt ihr einer von euch eine Wohnung, wenn ihr reiche Eltern habt. Ja, meine Eltern, vielleicht sehe ich besser aus dann damit. Ich werde gleich Pitch vorher machen sein, vielleicht. Sollen wir nochmal reinkommen? Wollen wir noch von vorne anfangen mit Brille? Hey! Wow! Raus hier, würde ich sagen! Ja. Adios, amigos! Tschüss, tschüss, tschüss! Komm hier durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kellerwohnung war jetzt, glaube ich, in allen Crips ein absolutes Highlight. Absolut geil, oder? Wahnsinn, unfassbar. Beneidenswert fast. Beneidenswert fast schon, ja. Im Sommer immer kühl und im Winter auch. MTV Home und MTV.de, wenn ihr nochmal andere Crips-Locations für uns habt. Ich komme gerne des Nächtens vorbei. Ich glaube, heute gehe ich nie mehr schlafen, wir haben kurz vor 7. Ich fahre jetzt zu Ikea und noch die Sessel abholen, damit ich nicht vergesse. In diesem Sinne, guten Abend. Ja, ich würde sagen, du kannst ja sagen, wenn du umgezogen bist, dann kommen wir noch vorbei. Das will ich auf jeden Fall hoffen, damit ich den Leuten mal zeigen kann, ey, guck mal, hier so kann ein Atze auch leben. Nicht nur Keller-Style, sondern auch schön Marionettenwohnung, oder wie das heißt. Marionettenwohnung, ja, genau. Schön mit Marionetten. Aber man muss ja dazu sagen, du bist ja eigentlich nie zu Hause, das macht ja für dich auch gar keinen Sinn. Ja, es ist schon cool, in so einem Keller zu leben, als Junggeselle und als so. Es ist schon okay, aber ey, ganz ehrlich, ich habe mein Kinderzimmer damals war auch im Keller, jetzt wieder Keller. Deswegen, guckt euch meine Augen an. Meine Augenringe haben schon Augenringe.